Mit einem 5:1-Erfolg gegen Südafrika holte sich Titelverteidiger USA am vergangenen Samstagabend in der Dornbirner Ballsporthalle Gold bei den diesjährigen Rollhockey-B-Weltmeisterschaften. Nach der 3:1-Halbzeitführung der Amerikaner versuchten die Südafrikaner zwar ihre wenigen Möglichkeiten in Tore umzumünzen, die USA war aber auch im Durchgang 2 klar überlegen und sicherte sich durch 2 Treffer verdient den Titel. Die US-Boys waren über die gesamte Woche gesehen das dominierende Team und gewannen verdient. Freude pur nach dem Schlusspfiff. Große Enttäuschung gab es nach dem Schlusspfiff im Spiel um Platz 3, hingegen im Lager der Österreicher. Was sich zuvor über 1,5 Stunden abspielte, war in Worten kaum zu fassen. Ein Krimi der besonderen Art. Das Team Austria, bestehend aus 8 Vorarlbergern sowie 2 Kärntner, hatte im Spiel um Platz 3 erstmalig seit Bestehen des Verbandes die Möglichkeit, in die A-Gruppe, also unter die besten 16 Nationen der Welt, aufzusteigen. Dazu musste aber unbedingt ein Sieg über Holland gelingen. In der ausverkauften Halle in Dornbirn, mehr als 1300 Zuschauer wollten dieses Spiel sehen, agierte Österreich zu Beginn clever, ja fast souverän. Holland, immerhin mehrfacher Vize-Weltmeister, wurde unter Druck gesetzt. Coach Stefan Reihen hatte die Österreicher nach der Halbfinalniederlage vom Vortag toll eingestellt. Die Spieler befolgten die Taktik und warteten auf die Möglichkeiten. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das 1:0 fiel. Kapitän Michael Schwendinger sorgte in der 7. Minute für die viel umjubelte Führung. Der Villacher Manuel Parfand legte in der 18. Minute noch einen drauf. Mit 2:0 für Österreich wurden die Seiten gewechselt. Und als Schwendinger in der 25. Minute das 3:0 besorgte, schien die A-Gruppe sehr nahe. Dann aber drehte plötzlich Holland auf. Und tatsächlich gelang den Niederländern eine Minute vor Ende des Spieles zum Entsetzen der Fans der Ausgleich. Dank glänzender Paraden des Feldkirchers Andreas Künz im Tor der Österreicher rettete man sich noch in die Verlängerung. Künz hielt seinen Kasten auch in der Verlängerung rein, und so musste das Penaltyschießen über den Aufstiegsplatz entscheiden. Unglaubliche Dramatik in der Halle. Und da waren es wieder vor allem die beiden Torhüter, die die Schützen schier zur Verzweiflung brachten. Hollands Michael van Gemert sorgte mit seinem verwandelten Penalty dann für Tränen und Enttäuschung bei den österreichischen Spielern und bei den Fans. Er verwertete als einziger der 10 Spieler. Somit steigt Holland in die A-Gruppe auf, Österreich bleibt zweiklassig. Verständliche Enttäuschung nach dem Spiel bei den beiden Stützen der österreichischen Mannschaft, Kapitän Michael Schwendinger und Michael Witzemann. Wenn man 3:0 führt und 3:0 aus der Hand gibt, ist nochmal so bitter. Mir hat am Schluss die Cleverness gefehlt. Ich weiß nicht, ob es gelegen oder die Nervosität. Es ist momentan noch nicht begreiflich eigentlich. Ja, also das Match, das ist phänomenal gewesen. Für Zuschauer sehr ein Highlight von dieser Woche. Besser hätten sie es nicht treffen können. Natürlich ein unglücklicher Ausgang mit der Niederlage. Aber ich glaube, dass es die Leute beflügelt zum Wiederkommen und fürs Rollerkassieren ohne für die beste Werbung. Trainer Stefan Reihen, sichtlich gefasst, sei es realistisch und blickt bereits nach vorne. Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf Sie. Also wir fahren auf diesem Weg weiter und wir haben ein längerfristiges Ziel und nicht ein kurzfristiges Denken. Mit über 10.000 Zuschauern konnte der Veranstalter RHC Dornbirn eine erfolgreiche Bilanz ziehen. Ein Dankeschön an Herbert Schratner, an alle, die hier mitgeholfen haben. Es war eine Mega-Veranstaltung. Ganz kurz noch, Vorarlberg Sport und besonders das Sportservice Vorarlberg schafft Strukturen, damit Verbände, kleine Verbände, überhaupt solche Großveranstaltungen durchführen können. Es geht nur so, solche Veranstaltungen und auch sportliche Erfolge sind nur möglich, wenn verschiedene Zahnräder im Uhrwerk gut ineinander greifen. Weitere Informationen und Internet-TV-Berichte zur B-Weltmeisterschaft in Dornbirn gibt es unter www.dornbirn2010.com oder www.sportarena.tv.